Geht ja nicht nur um die ambulante und um die stationäre Betreuung. Es geht auch um die Gestaltung der Straßen. Und das ist ein Zugang zu öffentlichen Gebäuden auch für Rollstuhlfahrer oder Rollstuhlfahrerinnen gewährleistet. Also gibt es da eine Rampe. Eine andere Sache ist in Bezug auf die Mobilität, wo auch einiges gemacht worden ist und gemacht wird, gibt es die Möglichkeit, mit einem Fahrstuhl die Abfahrtbahnhöfe der S- und U-Bahn zu erreichen. Also da wird einiges gemacht. Es gibt auch viele Ampeln, die für Behinderte ausgerichtet sind. Es wird auch darauf geachtet, gibt es denn ausreichend Grünanlagen und Erholungsanlagen? Wie sieht es mit der Stadtteilkultur und der sozialen Stadtentwicklung aus? Geht ja nicht nur um die ambulante und um die stationäre Betreuung. Es geht auch um die Gestaltung der Straßen. Und das ist ein Zugang zu öffentlichen Gebäuden auch für Rollstuhlfahrer oder Rollstuhlfahrerinnen gewährleistet. Also gibt es da eine Rampe. Eine andere Sache ist in Bezug auf die Mobilität, wo auch einiges gemacht worden ist und gemacht wird, gibt es die Möglichkeit, mit einem Fahrstuhl die Abfahrtbahnhöfe der S- und U-Bahn zu erreichen. Also da wird einiges gemacht. Es gibt auch viele Ampeln, die für Behinderte ausgerichtet sind. Es wird auch darauf geachtet, gibt es denn ausreichend Grünanlagen und Erholungsanlagen? Wie sieht es mit der Stadtteilkultur und der sozialen Stadtentwicklung aus? Geht ja nicht nur um die ambulante und um die stationäre Betreuung. Es geht auch um die Gestaltung der Straßen. Und das ist ein Zugang zu öffentlichen Gebäuden auch für Rollstuhlfahrer oder Rollstuhlfahrerinnen gewährleistet. Also gibt es da eine Rampe. Eine andere Sache ist in Bezug auf die Mobilität, wo auch einiges gemacht worden ist und gemacht wird, gibt es die Möglichkeit, mit einem Fahrstuhl die Abfahrtbahnhöfe der S- und U-Bahn zu erreichen. Also da wird einiges gemacht. Es gibt auch